Nachdem wir vor einigen Tagen schon News zur nächsten großen Sims 4-Erweiterung erhalten haben, brechen die Neuigkeiten nicht ab. Jetzt kennen wir sogar den Release-Zeitpunkt des nächsten großen Erweiterungspacks. Alles dazu in diesem Video. Schon vor einigen Wochen haben die Entwickler in einer offiziellen Umfrage aus Versehen das Thema des nächsten großen Erweiterungspacks geleakt, welches hiermit High School offiziell benannt wurde. Vor kurzem aber sind noch mehr kleinere Hinweise hinzugekommen, dieses Mal von einer wohl vielen von euch bekannten Seite, nämlich Instant Gaming. Auch ich habe beim Herumsurfen die Seite zur Highschool-Erweiterung entdeckt, die bisher allerdings noch mit Platzhaltergrafiken gefüllt war. Eine Info sticht aber besonders ins Auge. Hier ist der 28. Juli als Veröffentlichungsdatum angegeben, das Pack kann hier sogar schon vorbestellt werden. Zuerst ist mir der Gedanke gekommen, dass das Datum wohl ebenfalls ein Platzhalter ist und nicht wirklich der Veröffentlichungszeitpunkt sein wird. Da ich ebenfalls selber Instant Gaming Partner bin, habe ich meinen Community Manager angeschrieben und ihn einfach gefragt, was am Datum wirklich dran ist. Eigentlich habe ich mit einer ziemlich ernüchternden Antwort gerechnet, wurde aber im Gegenteil positiv überrascht. Tatsächlich handelt es sich hier um das wirkliche Datum des neuen Erweiterungspacks, welches vermutlich für Online-Shops früher herausgegeben wird, damit diese besser planen können. Wir wissen also, in bereits 5 Wochen können wir endlich mit dem nächsten großen Erweiterungspack spielen. Die Ankündigung kommt ja meistens schon einige Wochen zuvor, vermutlich auch dieses Mal ungefähr 4 Wochen vorher, was bedeutet, dass wir schon in den nächsten Tagen mit einer Ankündigung rechnen könnten. Es bleibt weiterhin spannend, wann genau die Ankündigung kommen wird, wie wohl das Gameplay zu einer Highschool-Erweiterung aussieht. Was denkt ihr zu neuen Ankündigungen? Wann rechnet ihr mit dem ersten richtigen Teaser zum Pack? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.